Guten Morgen, Freunde, zum weiteren Part Pokémon Weiß. Wir sind stehen geblieben, immer noch auf der Siegestraße. Und ich werde rechts gehen. Oh, sieht nach einem richtigen Weg aus. Einen Topschutz bitte. Danke. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Treppen, Treppen, Treppen. Und ein Veteran. Hey, Veteran. Kämpfe gegen mich. Damit wir die Aufwärmrunde hinter uns haben. Och nein, Brokkolos. Ich hoffe, Brokkolos beherrscht keine Bodenattacken. Und wenn doch, habe ich ein Problem. Aber so oder so muss ich das einmal verletzen, zumindest. Volltreffer. Paralyse. Kann ich angreifen. Ich spam jetzt mit Stampfer. Eine unfaire Kombi. Erdbeben. Entschuldigung. Erdbeben. Ich hasse dich. Los. Mach hier. Ich hätte eigentlich Stammfall zu machen können. Na, auch egal. Brokkolos besiegt. Das reicht aus. Zapplerang. Ach nee. Das Elektro-Flug-Boden-Immunitäts-Pokémon. Ach, du bleibst drin. Mach schon Aufstand. Zapfenhagel. Stromstoß. Rückstoß kriegst du auch. Und nochmal Eiszapfenhagel. Besiegt. Game over. Ciao, ciao. Und ich muss Zero wieder beleben. Zero, Zero, du hast so wenig Verteidigung. Oder? Hat Zero wenig Verteidigung oder setzt Zero einfach ganz Zeit nur blöd ein? Ich glaube, Zero hat wirklich wenig Verteidigung. Gucken wir mal nach. Ich vergleiche jetzt mal. Kostet Zeit, so ein kleines bisschen noch was von eurer Zeit, aber trotzdem. Ja. Okay, Chillerbell hat auch wenig Verteidigung. Zählt nicht mit. Ja, Zero hat wirklich die niedrigste Verteidigung von allen. Mit Chillerbell. Deswegen geht es so schnell kaputt. Chillerbell hat den Vorteil mit der Kehrschelle, dass die so extrem stark ist. Wow. Das sieht fantastisch aus. Ich will erst hier rein. Oh, Pokécenter. Okay. Ich glaube, ich werde in diesem Part schon die Pokéliga anfangen. Und würde sagen, ich mache einen kleinen Speed-Up und schaue, was in mein Inventar noch reingehört und wir hören uns gleich weiter. Okay, das ging schneller als geplant. Naja, auf geht's. Wir gehen zum epischen Ligakampf über. Alle Pokémon sind auch voll aufgeladen. Und ich werde es einfach blindlings versuchen, so wie man mich kennt. Ich guck jetzt mal, vielleicht kann man noch eins oder ein oder das andere Item noch ausrüsten. Ah, falsche Taste. Ich hab's gerade mit den Tasten. Nein! Tasten! Nein. Wie ging das jetzt nochmal? Nein. Warum drücke ich eigentlich andauernd X?
Okay. So, danke fürs Aufräumen. Okay. Ich weiß, das ist mein... Das ist Topschutz nicht mehr rum, aber das stört mich jetzt nicht. Geisterattacken. Ich glaube, das kann ich... Trickbereitiges Kurzwurzel. Okay, dann warte ich erstmal ab, was für Gegner kommen und werde dann entscheiden. Drachenzahn. Wir haben kein Drachen-Pokémon. Nein. Ewigeis. Könnten wir vielleicht gut gebrauchen. Expertengurt. Stärke von sehr aktiven Attacken. Hm. Was haben wir noch? Magnet. Das weiß ich, das gebe ich Zero. Damit die Attacken kraftvoller sind. Das Glücksei verzichten wir jetzt mal komplett. Sanftglocke, Schattenglas. Mit welche? Wir hatten Unlichtattacken. Gar keiner, glaube ich. Wundersaat. Keiner hat Unlichtattacken. Hm. Das ist jetzt blöd. Okay, dann kriegst du mein Snowball das hier. Chilla Bell bekommt die Scope-Linse. Für die Kehrschelle, damit wir vielleicht mal ein, zwei gute Treffer landen können. Expertengurt. Den gebe ich jetzt erstmal Michi. Gut. Und ich speichere. Dann sehen, wie viele Kämpfe wir in einem Part schaffen. Puh, ich bin ganz schön gespannt, was die Liga angeht. Mir wurde empfohlen, ja, ist es von jemandem, dass ich die Pokémon auf 52 level. Aber, nee. Ich will es so versuchen. Ich habe eben gerade schon mal gelevelt. Und jetzt muss es einfach gehen. Okay. Scheinbar kann ich selber entscheiden. Ich bin Rechtshänder. Ich gehe rechts rum. Nun gut. Okay. Ampel grün. Okay. Das hat Style. Ganz ehrlich. Ist mal was ganz anderes. Gibt so ein richtiges Kampffeeling, würde ich mal behaupten. So. Nummer 1 der Top 4. Du siehst nach Kampfleiter aus. Was habe ich gegen Kampf-Pokémon? Nichts. Und besitzt keine Psycho-Attacken? Notfallplan ist Xano. Mit wem werde ich in den Kampf gehen vorerst? Ihr zwei seid No-Gos. Ich werde mit Zero in den Kampf gehen. Ich versuch's. Yep. Ich möchte gegen dich antreten. Nice Animation. Wow, ich bin gerade baff von der Animation. Okay, Jutesto. Ein reines Kampf-Pokémon. Okay, wie gehen wir das an? Gleich mal voll draufhauen. Ich mach erstmal Funksprung. Komm, Zero. Hau ihn nieder. Dampfwalze. Hm, so viel zum Niederhauen. Okay, Jutesto ist nicht gerade sonderlich stark. Okay, jetzt ist es schneller? Nein. Das ist auch ziemlich langsam. Okay. Das hat vielleicht viel Verteidigung. Aber da. Ging es zum Punkt gekommen. Ich versuche es jetzt erstmal mit Stampfer. Der Rückschreck-Taktik. Okay, das hat mir nichts gebracht, die Rückschreck-Taktik. Aber egal. Hast du gut gemacht, Zero. Ich bin neu mal klug. Ich habe wieder nicht nachgedacht. Die haben doch was gegen die. Bauschi könnte eigentlich jetzt hier komplett das Pokémon wegräumen. Ich will aber jetzt nicht den Orkan verschwenden. So viel dazu. Okay.
deine Energie her. So, Orkan. Räum auf. Das war sehr effektiv, ohne dass es verwirrt. Das ist optimal. Dampfwalze? Wieso spammst du Dampfwalze? Volltreffer. Ich muss den Sinn nicht kapieren, oder? Ey, der spammt Top-Genesung, das ist nervig. Komm, hör auf, deine Top-Genesung zu spammen. Egal, wir sind über voller Energie. Orkan. Werte der Attacke ab. Okay, jetzt bist du definitiv schneller als ich. Was? Wie langsam ist denn das Pokémon? Das senkt dann dauernd meine Initiative. Steinkante. Erst ab. So. Dann Jutesto du schon mal im Eimer. Okay. Level 50. Den schickst du jetzt rein. Bichu. Da wechsle ich aus. Das macht Michi. Bichu hat er. Wie heißt das? War das Findu? Bichu? Findu? Irgendeinen von beiden hat er mit einem Schlag ausgenockt. Okay, die Vorentwicklung hat er mit einem Schlag ausgelockt. Gelockt. Genockt. Kehrtwende. Ah, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Cardonis. Egal, kriegst du denn das Schweif ab. Okay, fast ein tödlicher Treffer. Steinkante. How cute. Nass Schweif und tschüss. Babichu darf ich jetzt aber nicht Bauschi reintun. Das wäre blöd. Meistergriff. Okay, da wechsle ich. Da hole ich mir Bauschi rein. Weil Bichu, ja, es ist, hat Kehrtwende. Kehrtwende ist stark und sehr effektiv gegen Bauschi. Das kann schon mal, würde schon mal in die Hose gehen. Okay, versuchen wir es mit Orkan. Hammerarm. Aua. Komm, Orkan. Okay. Das war schon mal ein Treffer. Reicht's aus? Nicht ganz. Okay, Bauschi. Nice Job. Hast du total gut gemacht. Ich schick Liver rein. Ich habe genug Heil-Items zum Wiederbeleben gekauft. Das kann ich alles ausgleichen. Ich gehe auf Nummer sicher. Mach du Black Sieb. Hat mehr Genauigkeit. Gut, Meistergriff ist weg. Okay, Liver. Kriegst noch Level up. Jetzt kommt Bichu. Nein, da bleibe ich drin. Wechsel ich nicht aus. Okay, das Finale beginnt. Kehrschelle, würde ich sagen. Treffer 1. Treffer 2. 3. Perfekt. Mit Volltreffer. Super gemacht, Liver. Das lief wie am Schnürchen, der erste Kampf. Wir haben noch genug Zeit für einen zweiten, würde ich mal sagen. Okay, wir sind wieder hier. Wir können uns wieder entscheiden. Ich würde sagen, wir gehen gegen den Uhrzeigersinn jetzt weiter vor. Erstmal heilen. Heilen. Ein Hypertrank für Michi, als dann nötig ist.
Bei den anderen kann man Kumu-Milch wieder nehmen. Nämlich nicht zweimal Übertank jetzt einsetzen müssen. Okay. Gehen wir auf zum nächsten. Wow. Das sieht schick aus. Ein Riesenschlafgemach. Jupp. Na? Da ist ja jemand, ein ganz verträumter Liga-Anführer. Und wenn ich jetzt so am Schlaf denke, denke ich entweder an Undicht oder Geist-Pokémon. Deswegen werde ich hier mal Alte nehmen. Ich hoffe, ich liege mit meiner Vermutung noch richtig. Was kann man sonst mit Schlaf verknüpfen? Oder vielleicht Stahl wegen Sternenhieb? Nee. Ich tippe auf Undicht oder Geist-Pokémon. Schlaf, Nacht, so im Dreh. Und deswegen schicke ich auch Bauschi nach vorne. Okay, Bauschi. It's your turn. Aha. Du bist, siehst echt müde aus. Solltest dich nochmal ins Bett legen. Okay, Kathleen. Was? Warum frag ich Kathleen? Kathleen, so rum. Süd Omega. Okay, Psycho-Pokémon, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber egal, das passt mir trotzdem. Süd Omega. Das hat so wenig Initiative, das Pokémon. Muss ich keine Angst haben, dass es schneller ist. Es ist aber stärker. Auf jeden Fall. Ja, was denn Spukball? Okay, mit Psycho habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Sonivora. Wollen wechseln. Ich hebe mir Bauschi jetzt erstmal auf. Vor allem, weil Bauschi so wenig Energie hat. Schaffst du auch. Warum sage ich eigentlich Süd Omega, wenn es, es merkt, es ist spät. So. Ah, komm, Liver, das hältst du durch. Komm, Liver. Ah, das war's mit Liver. Aber, wenn ich den Namen jetzt richtig gelesen hätte, was ich aber nicht getan habe, von lauter Mitspiel, hätte ich Zero reinschicken können. Funkensprung. Und weg wäre es gewesen, oder? Ja, Schwäche. Eieiei. Jetzt kommt so ein Jura. Ich glaube, ich wechsle ich aus. Snowball rein oder nicht? Ja, Snowball rein. Eiszapf und Hagel wurde doch verstärkt. Das könnte doch ultimativ passen. Okay. Eiszapf und Hagel. Ja, passt. Und Game over, würde ich sagen. Oder? Nein! Jetzt wirst du es wahrscheinlich wieder heilen. So wie du Liga. Ja. War irgendwie zu erwarten. So, jetzt müsstest du theoretisch mehr Treffer kriegen, mehr Schaden kriegen, weil du eine Heilung vorher gespielt hast. Nein, sogar weniger. Ärgerlich. Reflektor. Das ist doof. Das heilt sich nämlich wieder.
Na klar. Okay, wie kann man das am besten angehen? Ich mach weiter. Bei der Hälfte. Ach, verdammt, ich komme nicht an die Hälfte ran. Jetzt hätte ich Lake gemacht. Mache ich einfach noch zum Abschluss Lake. Und tschüss, Snowball. Spiele ich Bauschi. Ich versuch's mal mit Gigasauger. Guck, ob ich vielleicht Energie noch ein bisschen krieg. Zu wenig. Ja, auf jeden Fall. Das Reflektor lässt nach. Das ist gut. Kann ich nämlich mit Zero aufräumen. Und tschüss. So, was ist das letzte? 49. Orbitess. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich. Der Schnüffler wird dir nichts bringen. Ruhe bewahren. Hier, kriegst einen Vogelsprung. Hast du deine Ruhe? Danke, gut. Nicht gut. Zumindest nicht für mich. Nimm das. Komm, Zero, halt durch. Yes! Gut gemacht, Zero. Pack alles raus, hol den Gnadenstoß. Game over. Das war eine super Leistung, Zero. Huhuhu. Die Hälfte der Top 4 hätten wir schon mal. Okay. Ich würde sagen, im nächsten Part kümmern wir uns um die andere Hälfte der Top 4. War schon nicht schlecht. Muss ich echt sagen. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. See ya.